Hettstedt soll schöner werden. Dieses Ziel verfolgt auch die Stadtwerke Hettstedt GmbH. Seit einigen Jahren lässt das Unternehmen die optisch nicht sehr schönen, aber eben notwendigen Bauten für die Versorgung der Kupferstadt mit Strom, Wasser und Gas durch die Potsdamer Firma Peppermint Paintings kunstvoll gestalten. Wir haben im Rahmen des Stadtwerke-Magazins Rohrpost TV bereits über einige dieser Häuschen berichtet, die richtige kleine Hingucker geworden sind. Seit einigen Tagen ist das Potsdamer Team wieder am Werk. So hat man hinter dem Rathaus ein Häuschen fertiggestellt. An der Jet-Tankstelle laufen die Arbeiten. Leider wurde durch eine oder mehrere unbekannte Personen die Arbeit sabotiert. An den Häuschen Busbahnhof nähe Volksparksporthalle und dem Häuschen in der Nähe der Aral-Tankstelle wurden die schon aufgebrachten Grundierungen mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Peppermint Paintings-Mitarbeiter müssen nun in mühevoller Handarbeit diese Farbe entfernen, da ein Überstreichen nicht möglich ist. Unverständlich, dass Hettstädter so vorgehen, sollten doch alle ein schönes Umfeld anstreben. Daher die Bitte an alle Bürger, wer Hinweise zu diesem Vandalismus hat oder auch zukünftig derartige Vorkommnisse bemerkt, sollte dies umgehend der Polizei oder den Stadtwerken melden. Unschöne Ecken hat Hettstedt auch so noch immer genug. Da ist jede Initiative herzlich willkommen und erfreut sicherlich jeden Bürger.